Das ist unser Projekt, Smart Rubbish, Smart Waste. Es ist ein Mülleimer, der selbstständig zwischen Metall und sonstigem Müll unterscheiden kann und diesen automatisch trennt. Genau, wie sind wir drauf gekommen? Wir haben uns gedacht, das Thema von diesem Jahr ist Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, kurzer Gedanke, Mülltrennung. Mülltrennung kann jeder machen, machen aber meistens viele nicht, weil entweder fehlt die Zeit oder kein Bock oder andere Möglichkeiten, warum man das nicht machen möchte. Wir haben gedacht, okay, warum kann das die Mülltonne nicht selber machen? Gibt es da eigentlich ein Problem? Wir haben keins gefunden, deswegen haben wir unsere Smart Waste gebaut. Genau. Auf der Hauptwippe, wo der Müll landet, haben wir Kupferdraht angelötet und mit Kabeln an einem Arduino verbunden. Darüber erzählt der Philipp noch mehr. Und wir werden das Ganze jetzt mal demonstrieren. Und zwar haben wir hier einen Ultraschallsensor und halt den Metalldetektor. Wenn man jetzt ein metallisches Objekt drauflegt, wird dieses Objekt erstmal durch den Ultraschallsensor gescannt, was da liegt. Liegt da etwas da rein? Und wenn dann was gescannt wurde, dann wird dieser Entfernungssensor halt nochmal geprüft, ob da eine Verbindung besteht. Und wenn eine Verbindung entsteht, dann bewegt sich dieser Servomotor in die eine Richtung und wenn nicht, dann in die andere. Sodass das getrennt wird. Das haben wir jetzt noch nicht sehr gut ausgereift und hat noch ein, zwei Probleme. Das dauert relativ lange und funktioniert auch nicht immer. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Wir haben es schon öfters getestet. Und die Idee ist halt, dass es jetzt, wir können nur Metall und Papier oder Plastik unterscheiden, dass man halt nochmal Plastik und Papier unterscheiden können. Und da können wir zum Beispiel mit der Lichtdurchlässigkeit arbeiten. Genau, und jetzt gucken wir mal, ob das jetzt noch nochmal hinkriegt. Alles mit Metall. Probieren wir jetzt nochmal. Das ist der klassische Vorführeffekt. Ja. Ich war vor einer halben Stunde noch bei denen im Raum und da hat es funktioniert. Dann haben die mir das doch gezeigt. Auf jeden Fall wird man das Projekt noch alltagstauglich machen. Ja. Genau, da haben wir jetzt hier noch diese Verkleidung gebaut.